Dann legen wir mal los mit dem Sternenhimmel. Recht abnehmend an und Neumond ist dann am Mist. Ansonsten ist der das muss ich wegschneiden. Sieht man in der Nähe des Horizonts den großen Wagen. Dann, genau, Mond das nächste. Fangen wir mal mit dem Merkur an. Die Venus dazu. Sehr, sehr spannend ist es im Moment auf dem Mars. Natürlich Jupiter und Saturn. Saturn zu sehen. Ja. Jupiter geht ein bisschen zuerst auf, kurz gefolgt danach dann auch Jupiter. Schneide wieder raus. Neumond und danach essen zu dürfen. So, und diesmal jetzt nochmal, sonst schaust du wie gleich. Einer der größten Stars des heutigen. Warum ist jetzt die Sonne im Juni besonders wichtig? Einerseits haben wir jetzt im Juni. Wahllos die Sonne beobachten kann und eben auch bei der partiellen Sonne. Entschuldigung. Luftraumüberwachung der Sternwarte Vega. Da hinten haben wir die Luftraumüberwachung vom Flughafen Salzburg. Also. Und danach wird er dann langsam wieder voller, bis er. Jupiter und Saturn zu sehen. Jupiter brauche ich auch noch. Dann machen wir das nochmal. Genau, okay. Ja, Ende November, oder? Im November drücken also alle ganz, ganz fest die Daumen, dass es am 18. September Acker für Leben sind. Da gibt es also eine Möglichkeit, dass das von irgendwelchen Mikroben erzeugt wird. Okay, na egal. Die Biosignaturen, gell? Es ist weitergelaufen, sicher gerade. Heute sind wir hier in unserem neu eingerichteten Klassenzimmer. Wir haben nämlich hier extra einen Vollmond und danach nimmt er dann langsam wieder zu. Plätzchen. Unser Mond hat am Anfang des Mondes